Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Ich habe es mal wieder geschafft. Und zwar habe ich heute nochmal ein Bilder der Woche Video für euch. Es ist zwar nicht so viel passiert, aber die ein oder anderen Bilder wollte ich euch ganz, ganz gerne zeigen. Wie immer, 2 Tage war es wirklich schön kühl bei uns. Die Sonne hat nicht wirklich geschienen, also es war wirklich, wirklich angenehm. Und zack, Wochenende ist es wieder bullenheiß. Also es ist wirklich... Licht schön. Ich dachte, ich kann euch mal ein Video zeigen, wo ich jetzt mal nicht so schwitze, aber das bleibt leider aus. Somit wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und meinen Bildern natürlich. Die ersten 2 Bilder, die sind nach meinem letzten Videoaufnahmen entstanden, denn da bin ich noch zu meinen Eltern gefahren, denn meine Gartenpumpe ist nach fast 4 Wochen endlich angekommen bei mir aus dem Internet, und bei dem Wetter ohne Gartenpumpe kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, es ist einfach nur grauenvoll. Also ich dachte vielleicht, ich kann mit Regenwasser überleben, aber dies war nicht der Fall, also habe ich mir von allen möglichen Wasser geschnurrt, sagen wir es mal so. Jetzt bin ich natürlich heilfroh, dass ich eine Gartenpumpe habe, und ja, war ich bei meinen Eltern, weil mein Vater mir dann helfen sollte und er natürlich nicht ans Telefon ging, und bin ich halt mal spontan hingefahren. Und das ist ein Waldersee, das ist ein Vorort von Dessau, also eher ein Dorf, und ja, da habe ich dann die Jonitzer Mühle fotografiert im Sonnenuntergang und noch ein paar in der Schwanenfamilie, und die Bilder fand ich wirklich schön. Die Jonitzer Mühle müsstet ihr auch im Hintergrund sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr so, ich bin schon dran vorbei, aber vielleicht werde ich mal irgendwann von der Mühle mal noch ein Foto machen. Ein Video. Ich bin so ein kleiner Mühlenfan, sagen wir es jetzt mal so, ob es Windmühlen sind oder alte Mühlen allgemein, und ja, es fand ich halt so schön und dachte, ich nehme euch einfach mal mit vom letzten Wochenende mit den Bildern. Also den nächsten 2 Bildern brauche ich nicht ganz so viel zu erzählen. Man sieht ja, dass es Blitze sind, und ich habe irgendwie das Pech, dass ich immer so in Anführungsstrichen die nicht so spektakulären Blitze fotografiere. Immer wenn ich eine Kamera oder Handy oder sonst irgendwas weggesteckt habe, kommen dann die richtig geilen Blitze zum Vorschein und alle posten ihre Blitzebilder, und ich sage mir, ja, schön. Meine Blitze sehen nicht so schön aus. Jedenfalls war das auch ganz amüsant. Wir hatten dann den ganzen Samstagvormittag von früh an meine Pumpe im Garten angebaut, letzte Woche. Alles gemacht, getan, bis es endlich dicht war und so weiter und so fort. So Nachmittag gegen Abend dachte ich mir so, ach, das wird ein bisschen kühler, gehst du in den Garten, gießt du deinen Garten mal richtig gründlich durch. Nicht wundern, ich fahre Fahrrad oder laufe Fahrrad. Und habe mich dann so ab um 5 hingestellt, bis um 8, halb 9, so 3,5 Stunden meinen Garten gegossen, weil hat ja vorher noch nie Wasser gesehen. Plötzlich kommt der Regen oder eine Gewitterfront, und ich denke mir so, ach, kommt sowieso nichts. Über Dessau ist eine Glocke drüber. Kommt nichts. Ja, 10 Minuten später, es hat wirklich 2 Stunden ununterbrochen gewittert und geregnet, und ich saß im Garten fest mit meinem Fahrrad und dachte mir so, gut, fotografierst du Blitze. Ja, irgendwann wurde auch der Akku leer, dann kam ein Blitz nach dem anderen, und ich dachte mir so, super. Irgendwann habe ich mir gesagt, scheiß drauf, es hört nicht auf. Fährst jetzt einfach nach Hause. Klitschen hast du zu Hause angekommen. Und die Moral von der Geschichte, wenn man alles hat, kommt es noch mehr, sagen wir es mal so. Jedenfalls war es sehr amüsant. Ich gieße, 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 und danach kommt der Regen. Vorher kam halt wochenlang kein Regen, und da kam der Regen. Ja, das zu den Blitzen. Die
Schmetterlingsbilder. Ja, ich weiß, ich bombardiere euch gerade mit Schmetterlingsbildern. Bisschen geht nicht mehr. Damit würdet ihr euch ja auch, glaube ich, noch eine Weile mit abfinden müssen, denn ich liebe Schmetterlinge über alles. Aber zu dem einen Schmetterling, dem grünlichen, der aussieht wie ein Blatt, gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Wir saßen mal wieder auf Arbeit in einem Rosenbeet, wo auch sonst. Und meine Schwester und ich haben dann dort die ganzen alten Blütenstände abgeschnitten, gekrautet und so weiter und so fort. Auf einmal will sie von ihrer Hose ein Blatt abmachen. Wischte halt so drüber, auf einmal fängt das Blatt an zu fliegen. Ja, dann war das Blatt ein Schmetterling. Und ich musste so lachen. Und sie so, oh nein, der arme Schmetterling. Und ich so, ja, er lebt noch. Und dann haben wir halt geholfen und wieder aufgerafft, auf ein Blatt gesetzt und dann ist er auch wieder weggeflogen. Jedenfalls hat sie den Schmetterling mit dem Blatt verwechselt. Ja, und die anderen Schmetterlinge habe ich natürlich auch alle fotografiert, was auch sonst. Und ja, ich finde das halt einfach ein schönes Motiv. Ich laufe hier mitten in die Sonne rein, aber es wird wohl erstmal nicht kälter werden. Ich habe sogar gehört, es soll jetzt eine Hitzewelle kommen und kein Regen. Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Heute entstanden. Ich habe Marmelade gemacht und dachte mir so, Früchte sind total attraktiv. Also Früchte kann man einfach nur fotografieren. Ich fand es wirklich. Also manchmal, wenn man die so richtig fotografiert, die sehen dann richtig toll aus. Und zwar habe ich einmal Johannisbeermarmelade gemacht und einmal Felsenbirnenmarmelade. Einigen von euch wird vielleicht, oder allen wird vielleicht Felsenbirne nicht so viel sagen, aber es ist eine total leckere Frucht, sieht aus wie eine Heidelbeere, nur kleiner, schmeckt auch so ähnlich, hat auch Kerne, als süßlich. Hat so helles Fleisch, einen leicht rötlichen Saft und die sollen natürlich total gesund sein, Preiselbeeren. Also ja, die wachsen bei uns auf Arbeit und ich dachte mir so, sammelst du welche? Und das Sammeln ist genauso wie bei Johannisbeeren, einfach nur viel und anstrengend, dass ich das überhaupt gemacht habe und ein Kilo vor allem zusammenbekommen habe. Das war also Wahnsinn. Also ich habe sogar mehr als ein Kilo zusammenbekommen und zu Hause ging die Schweinerei natürlich weiter, zumindest bei den Johannisbeeren, die ganzen Stiele abmachen. Bei den Felsenbirnen war ich natürlich so klug und habe sie schon vorher abgemacht, die Stiele, beim Pflücken. Und ja, da habe ich meine Marmelade gemacht. Und mal sehen, ob sie allen schmeckt. Und ja, könnt ihr mal gerne sagen, ob ihr Preiselbeeren kennt und vor allem, ob ihr gerne Marmelade macht selber und selber pflückt und vor allem, was ihr gerne für Marmelade macht. Das würde mich mal wirklich interessieren, um ein paar Ideen zu sammeln. Den letzten beiden Bildern, da war meine Schwester auch mal wieder eine kleine Wundertüte. Hatte ich da meine Kamera mit oder mein Handy? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte einen Tag meine Kamera mit und meinte so, oh, guck mal, hier summt was, das sieht total cool aus. Und dann hat sich das Summende natürlich hingesetzt und war halt so goldgrün schimmernd und zwar ein goldglänzender Rosenkäfer. Natürlich saßen wir auch in den Rosen. Nee, wir saßen nicht in den Rosen, wir saßen im Lavendel und so. Jedenfalls ist es ein goldglänzender Rosenkäfer und der war wirklich total schön und ich dachte mir so, naja, wieso nicht? Kannst du mit in deine Bilder der Woche mit reinpacken und vielleicht hat der ein oder andere so einen Käfer auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn jedenfalls schon mal gesehen, wusste aber auch nicht, dass das ein Rosenkäfer ist. Musste ich auch wieder googeln, aber ja, der sah natürlich auch total süß aus und ich finde, seine Fühler ähneln die eines Maikäfers. Der Maikäfer hat auch so ganz süße Fühler. Das sieht immer aus so wie kleine Händchen und das hat der Rosenkäfer halt auch und das fand ich total süß. Naja, haben wir den halt auch wieder gerettet, weil der saß auch wieder so ein bisschen unpraktisch und ja.
Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon. Ich gucke immer mal, ob Menschen kommen. Wisst ja, dürfen nicht mit aufs Bild und so weiter und so fort. Und ja, das war's jetzt mit meinen Bildern. Ich werde jetzt noch zu meinen Eltern fahren, mal wieder. Werde meine selbstgemachte Marmelade noch hinbringen. Noch ein bisschen quatschen, noch ein bisschen unser neues Familienmitglied etwas knuddeln und betüdeln und mich die Füße ablecken lassen. Ein Hund ist jetzt 12 Wochen alt geworden letzte Woche, ja. Ist ganz süß, die Kleine, und ja, ich hoffe, meine Bilder haben euch soweit gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Restwochenende. Viel Spaß morgen beim Fußball, wer es gucken sollte. Wir werden es, denke ich, gucken mit Freunden beim Public Viewing. Und schreibt mir doch einfach mal, was ihr so gern für Marmelade macht, ob ihr was Außergewöhnliches macht, ob ihr den Käfer gekannt habt und was halt sonst so noch euch in den Sinn kommt. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut!